Lass mal jetzt so. Ha! Corona ist immer noch da, habe ich gehört. Corona ist da. Ja, habe ich noch bei mir. Hallo Burkhard, hallo Welt. Da sind wir wieder. Wir müssen uns beeilen. Matze hat noch einen Termin, hat er gesagt. Der muss nämlich den Regen draußen abstellen. Der hat nämlich verschissen. Der hat so ein schlechtes Wetter bestellt. Ich habe die Waldbrandstufe gerettet. Ja, vielleicht doch das, aber das Wetter ist gruselig. Deine Sicht der Dinge ist anders als meine. Matze? Lutze? Lutze. Hallo. Corona? 18 zu 7 zu 2. 18 Infizierte derzeit zu beklagen. Wahrscheinlich haben die Osterfeiertage doch etwas zugeschlagen. Mhm. 7 genesen aber schon und leider 2 Verstorbene mittlerweile zu beklagen aus dieser ganzen Misere. Genau. Und das Neueste, die Spielplätze werden wieder freigemacht. Endlich kann der Lutze wieder schaukeln gehen. Wenn er die Schnauze voll hat, geht er nämlich immer schaukeln. Genau. Und dann kann ich nämlich dabei beobachten, wie Mats im Buddelkasten sitzt. Ist da ein Buddelkasten? Da ist keiner. Macht nichts. So, weiter geht's natürlich, weil die ganzen Veranstaltungen noch nicht so richtig alle freigegeben sind. Wir kommen noch mal zu Corona nachher. Und alle 3 Kilo. Hier bei Lostanzen. Alle 3 Kilo mehr auf den Rippen haben, ja, geht's jetzt los. Bei Lostanzen, Nadine Hoffmann macht Online-Kurse und ihr seht hier schon mal die Termine. Und die Online-Kurse werden... Kann man besuchen, wie Mathe? Ich habe dir das erklärt. Über Zoom, über diese Software Zoom kann man sich runterladen. Und dieses Bild, was die Nadine hier uns geschickt hat, das findet man natürlich auch auf der Webseite lostanzen.de, wenig. Und da gibt es dann auch die IDs für das Login und gegebenenfalls ist da auch ein Passwort unten drunter. Da findet ihr also den Zugang und dann heißt es sportlich mitmachen. Genau, dann habt ihr Fernsehen, wie ist das früher? Mach mit, mach nach, mach besser mit Adi oder was? Oder Medizin nach Noten. Medizin nach Noten war es, ja. Genau so, das war natürlich cool gewesen. Und da könnt ihr mitmachen, ich sehe Matze dann schon im Tütü im Rosa, weil es geht natürlich auch um Ballett. Ne? Jo, denn nochmal zurück und zur Demo gegen Corona. Das Fliegerheim war mal wieder am Freitag unterwegs gewesen und da hat sich dann der liebe Stefan mal so richtig ausgelassen und was der dazu sagen hatte, Ein wenig Luft, die Macht nennt man das, ne? Bitte. Ich will nur ein paar Zahlen kommen, womit ich mich beschäftigt habe. Die erste Zahl ist heute unser Herr Altmaier, der der Lufthansa wieder mal 9 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, damit der Lufthansa aus der Patsche geholfen wird. Die Lufthansa hat, glaube ich, soweit ich informiert bin, 300.000 Mitarbeiter. Der nächste, der wahrscheinlich Milliarden kriegt, darüber bin ich fest überzeugt und viele meiner Kollegen genauso, sind wahrscheinlich die Automobilbauer, die also auch Milliarden kriegen werden, das wird nächste Woche in der Zeitung stehen. Die Automobilbauer haben insgesamt 900.000 Beschäftigte und kriegen weiß ich wie viele Milliarden. Jetzt kommt ja noch dazu, es gibt für Neuwagen sogenannte Prämien, weil der Käufer eine Prämie bekommt, damit er sich einen Neuwagen kaufen kann. Ich frage mal, warum kriegen die Bürger nicht mal eine Prämie für ihren Urlaub oder für einen Gaststättenbesuch, ja, um uns zu unterstützen? Jawohl! Damit wir mal für eine Marke in der Kasse kriegen. Ja, ich würde mal so sagen, wieso Autobauer, wieso Flugzeuge, warum nicht mal die Kneiper, die gesagt haben, hier bezahlen wir euer Schnitzel und eure Bulette, ja, damit die Kneiper mal wieder hochkommen. Jawohl. Und eine Sache möchte ich gerne auch noch sagen, man spricht immer von Rettungsschirm. Alle kriegen einen Rettungsschirm, alle. Die Bauern sollen sie kriegen, steht denen noch zusätzlich ein, wenn Hochwasser ist, kriegen sie Geld, wenn kein Wasser ist, kriegen sie Geld, wenn sie keine Ernte haben, kriegen sie Geld. Das habe ich volles Verständnis für, gar keine Frage. Aber warum kriegen wir nicht mal Geld? Die Gastronomie und Hotellerie in Deutschland hat 2,4 Millionen Mitarbeiter. Also so wie ihr, du und ich, Mitarbeiter 2,4 Millionen. Das muss man sich mal überlegen. Die Automobilbranche hat 900.000 Mitarbeiter und werden von oben bis unten mit Geld zugeschüttet. Und Oma Lenchen, die so eine kleine Würstchenbude da in der Ecke hat, sich die Rente noch was dazu verdient, die kriegt kein Groschen. Das ist das, was mich ärgert. Und ich denke mal, ich spreche in eurem Namen. Ihr denkt genauso, wenn ich so mit Kollegen mich unterhalte, wo man sich mal so an die Abstandsregeln hält und man unterhält sich darüber. Die denken alle ganz genauso.
und mir war das erstmal überhaupt kein Bedürfnis. Ich bin so ein halber Potsdamer. Ich habe lange hier in Potsdam gelebt, das nehme ich immer auch eine. Aber mein Herz steht noch für Potsdam. Ich bin stolz darauf, die 3 Tage mit euch zusammen hier gewesen zu sein. Und ich finde es eine ganz, ganz tolle Sache. Denn von hier und von Dresden ist es über ganz Europa, wer heute die Tagesschau gelesen hat, auf dem Markt von Brüssel, auf dem Markt von Brüssel liegen 600 Kochjacken in Reihe und Glied aufgeklebt. Das heißt also, die sind alle dabei und alle unternehmen was und machen auf uns aufmerksam. Das finde ich toll. Ich danke euch sehr. Vielen Dank. Ja, so, aber langsam geht zu Ende, glaube ich, Matze. Denn die Zeit überholt uns. Also es waren jetzt gut 2 Monate und das ist natürlich eine riesenlange Durststrecke, wenn dir einfach mal der Laden zugemacht wird. Mhm. Freitag, 12 Uhr, Fliegerheim, bis 22 Uhr geöffnet und natürlich mit Spargelkarte. Also schöne Grüße vom Stefan. Ich habe gerade nochmal angerufen und habe mir den Termin bestätigen lassen. Es geht jetzt also wirklich los. So, wir sehen uns Sonntag. Mit Spargel, genau. Jo, und weil wir uns ganz eilig haben, wie, du gehst nachher nochmal ins Waldbad, habe ich gehört, ne? Ja, ja, wir bereiten ja trotzdem die Saison vor und hoffen, dass irgendwann mal hier einer eine Entscheidung trifft zum Thema Freibäder und wie wir da, was wir machen können, wie wir verfahren können. Wir haben natürlich unsere Ideen, wir wissen nicht, wer wir die so richtig unterbreiten können, aber wahrscheinlich geht das, der Kontakt zum Amt, zur Gemeinde, ist da. Aber es gibt halt von oben runter noch keine Bestätigung für irgendwelche Termine. Leider, bis jetzt. So, dann, weil wir nicht so viel sammeln wollen, mein lieber Freund, du bist schuld, dass heute so ein kaltes, nasses Wetter ist. Erstmal kannst du aber Dankeschön sagen für das tolle Wochenende. Da kannst du wieder nicht, ne? Ja, ja, ist schon klar. Danke sagen fällt dir immer schwerer. Ja, es war ein sehr schönes Wochenende und sogar bis Sonntagabend hätte ich gar nicht erwartet, weil es waren ja teilweise Gewitter angesagt zum Sonntagnachmittag, aber... Es sah doch schön aus. War schön. Es hat mal ganz, ganz leicht getröppelt gestern. Hat schon mal gezeigt, was heute kommen könnte. Ja, heute sehr schön verregnet. Waldbrandstufe ist wohl wahrscheinlich jetzt auf der 1. Und das Schöne an der Wettervorhersage für diese Woche ist natürlich, wie man sieht, es geht aufwärts. Das heißt, man kann wieder positive Nachrichten bringen. Es wird jeden Tag wärmer und Richtung Wochenende geht es wieder auf die 17 Grad hoch. Und die ganze Woche ist vermehrt mit Sonnenschein. Ist ein paar Wölkchen auch, aber... Sonnenschein. Und draußen zerfriert alles, weil morgen sollen 0 Grad werden. Ich habe teilweise schon die minus 1 gesehen, ganz kurz aufleuchten in der Temperaturvorhersage. Das ist aber regional unterschiedlich. Das kann hier im Wald mal kälter sein als irgendwo anders. Ja, also wer noch die frischen Salat irgendwo eingepackt, nee, wie macht man jetzt Salat? Nee, Gurken, Tomatenpflanzen, ich habe keine Ahnung von Garten. Nee, also meine Frau hat tatsächlich schon eine Gurkenpflanze wieder reingenommen und die ist verendet, weil das war ihr zu kalt. Also es war noch nicht mal Frost. Da hat der Hund drin, ihr Bull. Nein, da war nicht der Hund drin. Aber okay, gab ja heute bei Netto neue Hunde. Die grünen Möhren hier, die langen. Laserschwert. Nein, Gurke. Ach so. Ja, okay. Das war's eigentlich. Ostdeutsche Banane. Mathe, das war's. Komm, lass uns gehen. Warte, da war noch irgendwas. Ja. Nach dem Wetter war nichts mehr, ne? Doch, schöne Woche wünsche ich euch. Eine tolle Woche mit noch viel mehr Sonnenschein. Vielleicht klappt's ja noch. Und dass wir natürlich jetzt irgendwo mal wieder Luft holen können und dieses Corona langsam vergessen, wenn alles klappt. Übrigens, Corona heißt Corona, hat damit mit Kronen nichts zu tun, oder? Ist eine tschechische Währung gewesen. Ja, das auch. Gut. Bis zum nächsten Montag. Wir wollen mal nicht so viel sabbeln. Matze. Und Lutze. Tschüss, macht's gut. Tschüss.